So, und da passt das alles einwandfrei. So, da habe ich jetzt noch ein paar Truhen gemacht. Huch, jetzt renne ich ja volle Kanne gegen die Wand. Ich wollte gerade was sagen, habe es aber jetzt doch gelassen. Ich habe überlegt, ob ich jetzt die Schilder nehme und mal das so mit kennzeichne vielleicht. Oh, das brauchen wir, glaube ich, nicht. So, wo tun wir jetzt die Truhe hin? Ich würde mal sagen, dass wir uns die Truhe irgendwie hier hin basteln. So, die Truhen haben wir jetzt hier. Und da würde ich sagen, wir machen das gleich unmittelbar am Eingang. Was eigentlich auch wieder ein bisschen doof ist, aber hm. Jetzt bin ich unentschlossen hier, wie ich das jetzt mache. Ich mach's hier so hin. So, demnach kann hier das ganze Zuckerrohr jetzt rein. Können wir erstmal ausreichend sammeln davon. Und jetzt brauchen wir noch eine Stelle, wo das ganze Weizen jetzt reinkommt. Ich würde mal sagen, dass wir gleich hier bleiben. Und da kommt nämlich hier das ganze Weizen rein. Da gehe ich jetzt mal schnell zu den Kühen mal rüber. Man muss überall gucken, wo ich jetzt das ganze Weizen verteilt habe. Oh, ich muss ständig aufstoßen hier. So, hier haben wir Weizen. Haben wir unten hier auch noch Weizen? Das ist doch überall verstreut, das ganze Zeug hier. Ich weiß nie, warum. Hier haben wir noch ein bisschen Weizen. Im Haus müssten wir auch noch Weizen haben. Das hole ich mir auch noch. Dann können wir das Feld nämlich noch mit abtragen. Bisschenweise ernten wir noch ein bisschen. Und ja. Dann war es das erstmal. So, wir haben das jetzt so. Sortieren das Weizen jetzt in die Truhe, damit es mal ein bisschen sortierter wird hier, weil wir rennen hier nur kreuz und quer und wissen dann nie wohin mit dem ganzen Zeug. So, das fliegt kreuz und quer in der Gegend rum hier und dann wissen wir nicht mal, wo was war. Halt die reinste Unordnung. Achso, ich wollte ja das Feld eigentlich jetzt abtragen. Oder wollen wir es noch ein bisschen wachsen lassen? Klar, hier haben wir noch ziemlich unreife Stellen hier. Das ist nicht so schön. So, da haben wir erstmal das. Da haben wir hier das Weizen. Dahin haben wir das Zuckerrohr. Ja, jetzt gehen wir nochmal zu den Hühnern. Was habe ich überhaupt noch im Inventar? Gut. Ja. Ist jetzt ein bisschen doof. Alles drin. Hier haben wir die ganzen Eier noch drin. Ich hoffe, das Inventar reicht jetzt noch dafür. Na, ich mache es jetzt mal mit der Steinspitzhacke. Oder, ne, wir machen es mal mit der Axt. Glaube ich, ein bisschen schneller. Ja. Das geht schneller. Und ja, wir sortieren uns das jetzt mal ein bisschen aus hier. Indem wir... Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Ich würde mal sagen... Es gibt ja drei Dinge. Einmal Fleisch, einmal Eier und dann noch einmal Federn. So, das werde ich mir jetzt, glaube ich, erstmal nicht so holen hier, oder? Wieder zu hier. So. Und dann können wir uns das schon mal ein bisschen einsortieren hier. Da wissen wir erstmal, wo was ist. Wo was reingehört. Und da haben wir das mal ein bisschen umgebaut hier. Die Hühner können ja drin bleiben. Da lasse ich mal noch was einfallen demnächst.
Und jetzt werde ich mir noch mal ein paar Truhen bauen. Und jetzt geht's nämlich... Genau, ein paar Schilder will ich mir auch noch machen jetzt. Aber wir haben ja noch welche unten hier. Also noch welche noch hier unten. Und wer denn jetzt? Ja, denn das alles jetzt mal ein bisschen beschriften. Huch, jetzt schmeiß auch noch weg, ich Dummerchen. So. Da hätten wir jetzt das hier. Sehr schön. Wenn man ungünstig sitzt, dann tut es irgendwann mal weh. Und das ist nicht so schön. Jetzt hätte ich beinahe vergessen, mir die Truhen zu machen. Aber wir brauchen nämlich jetzt noch ganz paar. Ich nehme mal vielleicht mal ein bisschen mehr mit. Und dann geht's auf zu dem Thronbau hier. Und das müssen wir alles verteilen mal hier. Reicht ja ideal jetzt hier. Da können wir uns gleich mal ganz Paare machen. Reicht ja perfekt. So. Hat der Video was Gutes gemacht. Stolz auf dich, Junge. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben noch eine Spitzhacke drin. Warum? Warum liegt hier eine Spitzhacke drin? So, da sind hier die Kühe. Hallo Bertha. Bei den Kühen sind da eigentlich nur drei Dinge oder sind da bloß zwei Dinge? Nee, da ist ja bloß Fleisch und Leder, ne? Bei den Kühen ist nur Fleisch und Leder gewohnt. Genau, ne? Da setze ich mir das auch hier so hin. Sollte eigentlich hier hin. Kommt hier nämlich das Leder rein. Und hier das Fleisch. Rindfleisch, genau. Und hier kommt dann das Leder rein. Genau. Da haben wir es hier mal ein bisschen sortiert. Ja. Bei den Hühnern mache ich das jetzt auch noch. Da gehe ich mal in die Richtung. Das können wir eigentlich lassen hier. Das ist gut. So, hoch. So, jetzt gehen wir nochmal schnell zu den Hühnern mal rüber und machen das gleiche jetzt nochmal. Und zwar, was haben wir hier drin? Hier haben wir die Federn drin. Die Federn. Hier ist das Fleisch drin. So, Federn, Fleisch und Eier. Genau. So, dann haben wir das erstmal. Die Fackeln setzen wir woanders hin. Die setzen wir mal hier so hin. Das sieht ein bisschen besser aus hier. So. Jetzt habe ich ja die Zäune unten gelassen. Das war jetzt bestimmt ein bisschen doof von mir, aber hm. Umbauen wollte ich sowieso mal. Kann ich mir das auch noch mit markieren hier? Damit hier alles seinen Platz hat. Falls ich mir irgendwas vergessen sollte. So, und das ist ja dann die Schmiede hier. Machen wir auch mal so ein kleines Schild mal hier oben hin. Viel Beschriftung. Aber es lohnt sich ja übelst, weil die Schmiede wollte ich vielleicht auch noch ein bisschen umbauen. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Ja, ich werde jetzt erstmal wieder runter in die Höhle gehen und ein bisschen weitermachen. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.